U23-Coach Stefan Rutenbeck übernimmt nach der Entlassung von Peter Stöger bei Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. Wer ist der neue Kölner Trainer? Auf dem Rasen stehen Rutenbecks Teams für attraktiven Offensivfußball. Ballbesitz und Pressing prägen sein Spiel. Von seiner Art ist er für seine Spieler ein Kumpeltyp à la Jürgen Klopp. Rutenbeck trainierte bisher unter anderem VfR Aalen und die Spielvereinigung Greuther Fürth in der zweiten Bundesliga. Bei seiner ersten Trainerstation TuS Mainz gab es wohl die kurioseste Entscheidung seiner Laufbahn. Rutenbeck gab den Gegentorbefehl. Er ließ seinen Gegner kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer erzielen, weil der Führungstreffer seiner Mannschaft zuvor irregulär war. Dafür bekam er den Fair ist mehr Bundespreis überreicht. Später erklärte er seine Aktion in einem Interview mit Spox. Zitat: Ich war damals am Ende meiner Fußballlehrerausbildung und wurde mir meiner Vorbildfunktion als Coach bewusst, zumal ich schon immer einen gewissen Gerechtigkeitssinn habe. Deshalb war mein Verhalten eigentlich nur logisch und auch etwas Eigenschutz. Sonst wäre es womöglich noch zu einer Massenschlägerei gekommen.